Warum nicht, ne? Nein! Och Mann, warum springe ich denn in diese verfickte Scheiß-Axt, Mann? Boah. Jetzt reicht's mir. Bringt auch nix. Ja, scheiß drauf. Also jetzt werde ich das eine Leben auch noch eben kaputt machen, weil, also, ja, weit sind wir jetzt ja noch nicht im Dungeon. Und bringen tut das jetzt auch nix, mit einem Leben da noch durchzurattern. Ja, ja, ja. Wieso hat er mich jetzt erwischt? Einfach unglaublich. Boah! Ja, jetzt kann ich entweder sterben oder ich laufe nochmal zurück. Dann nehme ich wenigstens ein paar Punkte und Experience, ein paar Geldstücke und ein paar Experience-Punkte mit. Boah, alter Schwede. Wisst ihr, das ist einfach mega ärgerlich, weil man jetzt schon halt so weit war. Ja, man war schon an einem gewissen Punkt. Und dann wird man auch ein bisschen hektisch, wie man wieder an mir sieht. Ne? Das ist ja eine Schwäche, die kenne ich an mir selber wirklich. Ne, das ist, ich war schon mal so weit, dann muss ich jetzt wieder dahin und dann werde ich hektisch und mache dadurch natürlich noch mehr Fehler. Alter! Euer Ernst? Ich kann sogar aufwerten. Einen läppischen Energiepunkt mehr. Einen. Aber der könnte spielentscheidend sein, ne? Vielleicht ist das eine Berührung mehr.
So. Step by step. Konzentration ist da. Ach, hör doch auf! Ach, jetzt kommt, da kommen wir noch von. Ach. An die von unten habe ich nicht gedacht. Ja, klar. Vorher habe ich das eigentlich immer ganz gut abgepasst und jetzt auf einmal nicht mehr. Warum nicht, ne? Nein! Och Mann, warum springe ich denn in diese verfickte Scheiß-Axt, Mann? Eigentlich müsste ich zu diesem verkackten Arkos... Alter! Ernsthaft? Eigentlich müsste ich zu diesem verkackten Arkos zurückrennen, damit ich jetzt auch noch die bessere Rüstung kaufen kann. Die könnte ich mir nämlich jetzt leisten, tatsächlich, bis ich da zurück bin. Sollten wir eigentlich mal machen, tatsächlich. Oh, ey, jetzt hör doch auf! Also wirklich weit bin ich ja noch nicht. Ja, wir rennen zurück nach Arkos. Es tut mir leid. Wir rennen zurück nach Arkos und wir holen uns diese verfickte Scheißrüstung, damit wir noch mehr Schaden abkönnen. Dann ist es mir jetzt einfach tatsächlich wert. Ich meine, Arkos war ja jetzt nicht so weit weg, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Oh!
ungetestet diese fucking Rüstung. Und dann rennen wir durch das Dungeon, als wenn es nichts wäre. Wow. Einmal ausruhen. Alter, das Spiel macht mich echt fertig. Hätte ich vorher nicht gedacht. Ach, ich habe den Angriff nach oben ja noch gar nicht. Oh, das fällt mir jetzt erst auf. Stimmt. Ich wollte nämlich jetzt so schön nach oben gleiten. Den nach oben Angriff machen, aber da hat mir das Spiel dann gesagt, ist nicht. Alter Schwede! Oh, bitte! Bitte! So, jetzt sind wir gleich zurück. So, jetzt holen wir uns die Rüstung. Ach, 400 kostet sie sogar nur. Oh. Sehr geil. Leider können wir den zusätzlichen Getränkeplatz nicht noch holen. Achso, einmal kurz an die Speicherstelle. So, und jetzt zurück zum Dungeon. Und jetzt kommen wir hoffentlich durch das Dungeon durch. Weil wir haben mehr Energie, wir sind stärker. Wir haben eine stärkere Rüstung. Das heißt, wir nehmen nicht mehr so viel Schaden. Also eigentlich sollte es jetzt klappen, wenn ich mich nicht ganz doof anstelle. Einzige, was halt noch immer echt kacke sein kann, ist genau so eine Dummheit. Und halt dieses zurückgeworfen werden von den Feinden, wenn man die berührt. Dass man dann im Wasser landet, das ist echt scheiße. Das habe ich schon früher bei den Spielen gehasst.
Oh. So, jetzt erstmal wieder im Gasthaus ausruhen. Dann ist auch wieder Tag. Boah. Und wenn ich mal überlege, an wie viele Orte wir bisher nicht konnten, weil wir da hoch mussten. Also wir müssen noch bei ganz viel zurück. Später. Speichern. So, und jetzt langsam, Schritt für Schritt. Puh. Aber ich bin euch, ich muss euch sagen, ich bin echt froh, dass ich dieses Spiel entdeckt habe. Weil er natürlich schon Bock macht, ne? Auch wenn es knallhart ist. Aber es macht halt mega Spaß. Trotz Ärgern zwischendurch. Aber so müssen Spiele halt sein. So sind die wenigsten heute noch. So, jetzt könnten wir mal langsam einen Trank nehmen oder einen Zauber? Ne, wir nehmen erstmal einen Trank. Ja, das war jetzt blöd, stehen zu bleiben. Ich hätte einfach durchgehen müssen. Achso, da konnten wir ja nicht weiter, ne? Das war das.
Ja, ich muss ja quasi unten lang. Geht ja gar nicht anders. So, jetzt versuchen wir das nochmal. Ne, das spawnt automatisch mitten im Fall. Man kann da nicht links am Bildschirm runter. Schade. Das wäre die Abkürzung gewesen. Ihr merkt schon, also jetzt... Jetzt bin ich echt vorsichtig. Also jetzt will ich es echt wissen. Ah, fuck. Ja, aber nicht vorsichtig genug. Und das muss ich mir auch mal angewöhnen, ein bisschen abzuwarten einfach. Weil ich ja viele Schüsse der Gegner einfach abwehren kann. Boah, war Risiko, ja, aber es hat sich gelohnt. Boah, ja komm, wir heilen uns. Ja klar, während ich den Trank trinke. Arschlochspiel. Nein! Auch da hätte ich mir auch den Trank sparen können! Scheiße, ey. Naja, gut. Aber wir haben das Leben danach. Und wir haben jetzt schon den Sprung nach oben. Wir müssen es jetzt erstmal wieder raus aus dem Dungeon schaffen. Abspeichern.
Nein, dann trifft er mich noch. Was für ein Ätzkopf. Oh nein! Ey, weißt du, das ist nur so eine kleine Lücke und ich spring da rein. Letztes Leben, nein! Nicht euer Ernst. Oh, Moment, hier kann ich eine Abkürzung nehmen. Naja, was heißt Abkürzung? Auf jeden Fall besser als unten mit den Jumpmans da. Schleicht sich schon wieder ein Auge von unten an. Ja, verzieht euch. Scheiße. Kann ich nicht einfach so da hoch? Fuck. Wenn ich jetzt verkacke, war alles umsonst. Ich darf hier nirgendwo ins Wasser fallen. Oh Mann. Ich muss nur noch darüber schaffen, oder? Ah ne, danach auch nochmal. Ja! Ja, rausgeschafft und wir können speichern. Und wir können auch aufwerten. Nochmal Gesundheit oder Mana? Dann werten wir nochmal Gesundheit auf. Das ist ja ein No-Brainer. Boah. Und jetzt... Jetzt können wir das Dungeon schaffen. Hoffe ich. So. Wir müssen einmal noch... Ich glaube, ganz am Ende... So, hier war doch, nämlich hier konnten wir nicht hoch gleich, ne, irgendwo. Ja. Mach's Auge. Ach, komm schon. Ist ja egal, wir haben gerade abgespeichert. Das ist jetzt gerade mal zum Orientieren, sag ich mal. Das ist das Schöne daran, dass wir gerade gespeichert haben. Wir können jetzt mal ein bisschen gucken, wo der Weg so hinführt. Ach so, hier haben wir den Schlüssel geholt. Stimmt ja. Ach, scheiße.
Verschenkte Zeit. Dann können wir jetzt noch einmal ganz zurück, weil weit sind wir ja nicht. Deswegen lasse ich mich jetzt auch treffen, weil ich gehe ja jetzt eh noch mal raus an den Altar. Einmal mich heilen. Speichern müssen wir ausnahmsweise nicht. Ich will nur mein Herz wieder und so. Zack. Wir müssen nämlich dann gleich, wenn wir eine Etage weiter runter sind, nach hinten durch, runter und dann direkt wieder rechts. Ah, ich wollte nochmal zurückgehen. Ich bin jetzt gerade zu verschwenderisch mit meinem Leben. Ich bin gerade echt zu verschwenderisch. Ja gut, da muss ich mich jetzt nicht durchschlagen. Da gehen wir nämlich jetzt hier lang, wo wir vorher nicht lang konnten. Zack. Tja. Ach Mann, hör doch auf! Ätzend! Ja, jetzt kommt der Boss, wo ich kein Leben mehr hab. Wo ich kein Leben mehr hab. Die sind alle immer so wunderschön. Ach, das kann er auch noch. Ja.
Ey, das ganze Dungeon so bockschwer, ne? Und dann so ein einfacher Boss. Hör doch, uff, du. Schloss fertig. Boah, 1000 XP, wow. Noch zwei. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.